Immer nach Süd-Südost. Von mir geholt. Genau. Die Eule ist, glaube ich, ein Millipet. Also jedenfalls kann man die Eulen nicht reiten. Die habe ich nämlich mit meinem privaten Charakter. Also ich habe einen offiziellen quasi, also einen Let's Play Charakter und meinen privaten. Mich schon ein wenig weiter. Hallo? Horst? Soll ich sie selber alleine machen? Scottish Terrier kam mit einem Croissant. Oh, mit einem Croissant. Wie wunderbar. Kann man die zähmen. Ja. Duckbills kann man mit... Ach, verdammt, kann man die vielleicht mit... Nee. Keine Ahnung, womit man die zähmen konnte. Ich möchte unbedingt mal so ein Duckbill haben. Und ein Schaf. Dafür brauchen wir aber eine Cotton Candy. Schafe sind cool. Darauf kann man drauf reiten. Die können auch austeilen. Schafe sind wirklich cool. Also, jetzt hier, Cubert. In echt sind die auch cool. Schön. Oh, das war eine Heartplant. Die können wir jetzt ja wieder gut gebrauchen, nachdem wir ein paar davon gebraucht haben. Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Ich muss mal ganz kurz umsetzen. Oh. So. Für das Schwein brauchen wir... Schweine brauchen... Was brauchen Schweine nochmal? Schweine brauchen ich... Verdammt. Naja, Schweine brauchen auch irgendein Essen. Terrier brauchen auch irgendein Essen. So. Wo ist denn das nächste in... Ah. Bein kribbelt. Also Fuß kribbelt. Eingeschlafen. Mensch, sonst gibt es doch immer so viele Inns. Die sind doch immer total in. Hä? Da ist eins. Ich sehe es. Tür? Hallo? Gibt's auch eine Tür? Das ist gar nicht das Inn. Das hier ist das Inn. Inn so ungefähr. So. Guten Morgen. Ich schläg mich nochmal ganz kurz ins Bett. Examen. Nichts Spezielles. Also da, ich schätze mal, also ich würde jetzt mal, wenn ich so raten müsste. Na? Hallo? Geht doch. Also wenn ich mal raten müsste, ich schätze mal, dass da noch irgendwann man in solche so Vasen oder in so Bücherregalen coole Sachen drin finden kann. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht den Zweck davon, dass so viele Sachen hier rumstehen. Und man die immer untersuchen kann, jetzt habe ich, dass man hier einfach mal untersuchen kann oder eine Chance hat, dass irgendwie gar was drin findet, eine coole Sache. Vielleicht gibt es ja schon die Chance, ich weiß es noch nicht. Hier kann man hinsetzen. Jo. So, wir müssen verkaufen. Identifier müssen wir, glaube ich, nicht hin. Wir haben kein Leftover gefunden. Nope. Leftover, falls ich das nicht erklärt habe, ich habe keine Ahnung, was ich gerade alles erklärt habe. Die findet man dann... Ich erkläre es euch einfach, wenn ich eins habe. Das sind so Dinger, die findet man und... ja, die findet man. So viel fürs für jetzt. Mehr dazu, wenn wir eins finden. Die drucken halt die Gegner. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte mit dem drucken. So. Oh, hier haben wir einen Eisbär. Dann haben wir den bekommen. Den Crossbow weg. Weg.
Sehr gut, weg. Alles weg, alles weg. Ja, was man mit den Kerzen machen kann, weiß ich noch nicht. Bis ich es weiß, behalte ich sie lieber mal. Eisen behalte ich mal. Kotten brauche ich nicht. Cupwebs brauche ich, Holz brauche ich nicht. Plant Fiber auch nicht. Silk Yarn brauche ich alles. Und das brauche ich auch alles. Candy brauche ich nicht, wir haben ja schon eine Katze. Den lieben Mortus. Also in Dungeons, wenn die da drin stehen und man die öffnet, kann man Sachen drin finden. Dann springen die so schön raus, so flupp. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Waffenladen. Gucken, ob wir da was Feines finden. Oh. Alter Junge, wir haben Power 10. Das die Woodstaff hätten wir. Nope. Ich glaube, ich bleib wirklich lieber erstmal. Ich glaube, ich bleib wirklich lieber bei den Bracelets. Und da kommen wir erst wieder bei 24, welche, also keine Ahnung, Level irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich da hier weiter investieren möchte oder in Mana Shield. Oder in Wassermagie? Nee, in Wassermagie nicht, das ist mehr heilen. Ja. Nee, ich möchte keine Leute heilen. Das bräuchte ich, wenn ich... Ich glaube, das würde ich auch machen, wenn ich Dingsbums hätte. Wenn ich mit jemandem zusammenspielen würde, würde ich auch so auf Wassermagie umschulen. Jetzt habe ich hier, das ist ein Schaf, das braucht Cotton Candies. Und jetzt, das ist unser Klassentrainer. Allerdings, mit dem Reden bringt jetzt nichts. You look like an adventure. Ja, ich weiß. Eigentlich sehen alle so aus. Jedenfalls alle Leute, die hier rumlaufen. Wenn wir aber jetzt in X in der Nähe drücken, können wir hier uns umschulen. Oder können auch hier zum Beispiel hier eins wegnehmen. Noch eins wegnehmen und hier alles wegnehmen. Und alles ändern und solche Alters hier drauf machen. Was ich aber nicht machen möchte. Ich weiß nicht, irgendwie... Reiten, allerdings möchte ich die Feuerexplosion eigentlich schon ganz gern behalten. Also ich glaube, ich ändere nichts. Aber jedenfalls könnten wir, weil wenn wir hier X drücken, dann ist das hier ausgerollt. Requires Class Trainer. Genau, das ist unser Klassentrainer. Ich glaube, hier für den Roach müssten wir hier, also für den Ranger, das ist halt hier, ne, mit Range-Dingern, bräuchten wir die Dinger, bräuchten wir den Typen hier. Da hinten, das da in diesem burgmäßigen Ding, ist der Warrior. Und der Roach ist der hier drin? Nee, das ist irgendein anderer Typ. Ach, nein, das ist hier der, der es verbessern kann. Dafür bräuchten wir Platinum Coins. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie man die Dinger bekommt. Die droppen, glaube ich, irgendwelche Bosse oder so. Ja, wo der Roach Klassentrainer ist. Der hat auch. Ach, da hinten da. Der hat auch so ein Holz gestellt. Ja, hier wäre der Warrior. Schicke Rüstung eigentlich. Muss man schon sagen. So. Was sagt denn das Inventar? Genau, wir müssen noch ins Crafting District. Und wir müsste hier irgendwo da hinten sein. Glaube ich jedenfalls. Hopp. Ah ja, genau, da hinten. Da ist die Sägebank. Ach.
Da ist die Säge, da können wir gleich immer unsere Sachen mit... Ach, wir haben gar kein Holz. Brauchen wir gar kein Holz. Hab ich das Holz gerade eben verkauft? Ich glaube, ich habe das Holz gerade eben verkauft. Mist. Kann auch sein, dass ich das nicht verkauft habe und jetzt einfach nur denke. Egal, ach, hier will ich gar nicht hin. Wir müssen zum Schneider, also hier zu der Schere. Hoppalab. So, da können wir uns mal ein bisschen Sägeeisen herstellen. Dann müssen wir gleich nochmal zur Schmiede. Da haben wir ein bisschen viel Eisen, haben wir. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, könnten wir jetzt eigentlich... Ja, 4, 4, den hier. Hier könnten wir ja diesen Spirit-Ding drauf packen. Hier. Das haben wir ja so um. Ich würde sagen, das packen wir dann hier. Das ist leider nicht so schön unregelmäßig. Das, das sieht natürlich doof aus. Ich packe einfach mal hier oben drauf. Hoffen wir einfach, dass wir mal auch einen anderen Spirit-Geist noch finden oder so. Das sieht irgendwie dämlich aus. Hier hin, oder? Sieht auch irgendwie komisch aus. Ah, tun sie einfach hier hin. So. Use. So, dann machen wir ein wenig Iron. Das wir eigentlich nicht brauchen, aber man kann ja nie wissen. So. Müssen wir noch irgendwas machen? Nope. Ja. Wir könnten jetzt entweder hier hingehen oder hier irgendwie so rausgehen, so, oder hier durchgehen können wir auch eigentlich. Ich glaube, wir gehen nach hier für heute und für den nächsten Tag gehen wir dann hier einmal so quer durch, so ins nächste Biom, weil das hier ist das ganze Biom. Und hier würde dann direkt ein neues Biom gerendert werden. Es wird immer, sobald man in ein Biom kommt, wird direkt das ganze Biom gerendert. Und man muss halt eben nur noch entdecken. Ja. Los geht's. Also sieht man eh, den Stein sieht man eh nicht, deshalb. Was hat sich jetzt eigentlich jetzt verbessert? Ich glaube die Crit-Chance. Ich weiß aber nicht. Wie sieht's denn aus mit 21? Naja, es sollte eigentlich reichen. Hoffe ich jedenfalls. Und wenn nicht, naja. Also wir müssen einfach nach Osten die ganze Zeit. Immer nach Osten. Was macht der Ork denn hier? Böser Ork. Oh, der hat das fallen lassen, was schön ist. Für unsere Schultern. Jetzt haben wir auch was auf den Schultern. Obwohl es auch ein bisschen komisch aussieht. Aber egal. Ist cool. Bringt Schutz. Schutz ist gut. Und Pumpkins! Gebt mir all eure Pumpkins. Da ist einer. Du darfst dich nicht verstecken. Alle kommen mit. Also jedenfalls 50.
Juhu. Ich auch noch. Oh, wir sind voll. Ja, dann habt ihr ja anderen Glück, Pech. Kommt an, wie man sieht. Ihr dürft hier bleiben. Oh,